So, meine lieben Leute da draußen, wir sitzen wieder im Auto, um Autorennen zu fahren ist auch nicht schlecht. Angestellt bin ich, nichts kann passieren, alles super und dann geht's los. Wir haben hier Münzen verdient gerade, das kriegen wir jedes Mal, wenn wir neu in das Spiel einchecken. Das nächste Mal kriegen wir wahrscheinlich diese Rubine hier. Okay, so, können wir irgendwas, haben wir nicht? Nein, wollen wir auch nicht. So, dann lass es doch mal. Ja, jemand hat gefragt gehabt, ob ich die ID zeige. Lass mich erstmal gucken, dass ich erstmal dieses Spiel einigermaßen sicher bin und dass es überhaupt erstmal die Online-Funktion überhaupt freigeschaltet wird. Guckt mal, Leute, die ist doch überhaupt gar nicht verfügbar. Denn, weil ich das Problem ist eben mal, ich spiele viel Spiele schnell. Das heißt, ich bringe 10 Folgen raus und dann kommt auch schon das nächste Spiel. Vor allen Dingen, ich hatte auch vorgehabt, eigentlich nach 7 gar nicht mehr so viel Mobile Games zu machen, wenn 7 durchgespielt ist. Ja, aber heute kommt auch wieder ein neues Spiel raus. Heute ist Call of Duty Mobile raus. Das wird natürlich auch von mir gezockt und man weiß ja auch nie, wie lange. Gib mir eine Chance, mich jetzt mal einzugrooven. So, jetzt gehen wir auf die Yoshi Island Insel Geschichte, Yoshi Cup. Und da wollen wir gucken, dass wir ein paar Rennen machen. Cooper haben wir beim letzten Mal freigeschaltet. Der Shy Guy ist auch unserer. Und ich liebe diese Blume einfach, ne? Ich finde die so süß. Und sowieso der Cooper ist süß und alles ist süß. Den Cooper habe ich damals aus der Originalversion von Super Nintendo auch gespielt. Immer. Der war mit Todd und Cooper, die waren die Besten, weil die so ein Mittelding waren einfach, ne? Yoshi war zu schnell, Mario war auch schnell. Aber waren scheiße in den Kurven und so und alles, da muss man aber drauf achten. Die Dicken waren sehr langsam im Anfahrt, aber waren nachher im Endgeschwindigkeit ziemlich schnell. Ja, so eben halt, ne? Und los geht's! Feuer! Den Yoshi Cup bin ich tatsächlich auch schon gefahren, sehe ich gerade. Oh. Muss man echt drauf achten, dass man echt die Kurven super nimmt. Ja! Nicht so viel rumgrindet. Rumgrinden. Wir können auch rumgrinden sagen. Rumgrinden ist auch verkehrt. Rumgrinden. So, jetzt haben wir es doch einfach. Yay, der ist super. Den können wir gut gebrauchen. Ach, komm schon! Mit dem Fingernagel lenken kann man nicht. Okay. Wieder was gelernt. Oh mein Gott, die Kurven sind zu kurvig. Ich weiß nicht, wann ich den Pilz einsetzen soll, ey. Jetzt. Oh komm, Fingernagel lenken, geht nicht. Das ist manchmal sehr anstrengend. Ach komm, hätte ich den nicht geworfen, ey. Hätte ich bloß nicht die Banane geworfen. Shit. Hat die drauf gewartet, die Uschi, oder? Die alte Uschi. Ja, die brauche ich ganz dringend. Talerchen, unbedingt. Das ist auch natürlich auch eine dumme Sache, IDs irgendwie einfach so online irgendwie, wisst ihr? Da muss man einen privaten Chat oder so. Ihr müsst mal die Instagram-Funktion machen. Mich mal bei Instagram alle adden, da ich da ja eben halt gerne für mit YouTube und so und alles. Bei Tomji Tom LP. Also Tomji Tom LP quasi. Dass ihr da irgendwie mal mich da bei Insta mal addet, dafür ist es gedacht für YouTube eigentlich. Momentan lade ich da immer sehr viele Essensbilder hoch. Ne? Inka kann gut kochen. Banane. Ja, ich konnte mich schon ein bisschen absetzen von den Jungs da oben, ne? Finde ich auch gut, die Landkarte, dass man die sehen kann eben halt, ne? Wie weit man denn von den Gegnern jetzt weg ist und so. Ich glaube, die 100er-Klasse wird schon ein bisschen schwieriger als die 50er-Klasse. Die geben da so ein bisschen mehr Vollgas. Aber wieder ein Sieg für uns. Jawohl. Ah, komm, wir waren weit, weit weg von denen. Weit, weit waren wir weg. Klasse. Ich finde diese Baby-Peach ziemlich niedlich, ne? So, du hältst nach Rennen mehr Platzierungspunkte, Spielerlevel gestiegen. Jawohl! Toll! Okay, 5 Rubine erhalten. Da können wir gleich mal ausgeben, tatsächlich. Und los geht's. Komm. Ding.
Da hat jemand ganz schrecklich die Musik. Einige Leute fahren ja mal zum Parkplatz hin, um einfach laut Musik zu hören. Das könnt ihr auch während der Fahrt auch machen, oder? Zwei, wir sind hier tatsächlich auf Lidl-Parkplatz. Lidl lohnt sich, ne? Einmal hin alles drin. Nee, das war real. So, lass uns mal eine Dose zünden. Wie ging das nochmal, Dosen zünden? Habe ich ganz vergessen. Ach, hier. Hör die ganzen Tots da. Die sind so süß. Und der Pilzköpfe. Ah, die Beatles. Tschung. Ist das ein Dings? Oh, cool. Den finde ich ja geil. Der wird jetzt ausgerüstet, Freunde. Da könnt ihr Gift drauf nehmen. So, nächstes Rennen. Daisyhausen. Was? Habe ich schon mal gefahren, tatsächlich. Daisyhausen. Mhm. Nehmen wir. Und jetzt der neue Fallschirm. Klasse. Na, besser geht's doch gar nicht, oder? Finde ich mega cool. Wird Inka neidisch sein wieder. Weil Inka tatsächlich weiter ist als ich und auch besser. Inka ist, aber ist so faul zum Aufnehmen, ne? Wenn wir nicht livestreamen und so, seht ihr hier gar nichts von Inka. Das ist echt schon dramatisch. Ich kann mich nicht mehr an dieses Level erinnern, aber ich hab's offensichtlich schon gespielt. War ich besoffen? Daisyhausen, los geht's! Geile Nummer! Das, ich kann mich nicht mehr dran erinnern, tatsächlich. Fällt mir bestimmt gleich ein. Scheiße, zu spät. Nee, hat doch wohl noch funktioniert. Super. Ich kann mich nicht mehr an Daisyhausen erinnern. Könnt ihr euch noch an Daisyhausen erinnern? Ich muss sagen, diese... Doch, nee. Ich muss sagen, diese Vision von... Ja, doch, ich erinnere mich doch noch an die Ziege. Die latscht da gemütlich in die Straße rüber. Komm, nochmal Banane. Super. Aha. Ein anderer Cooper ist drauf eingefallen. Doch, ich erinnere mich an. Oh. Baby Daisy ist hinter uns. Yay, mein Cooper-Schild. Man sollte natürlich nicht in der Windmühle hängen bleiben, in Daisyhausen. Daisyhausen, das ist so cool einfach. Oh. Die sind noch nah dran, die Jungs, wenn man so auf die Karte guckt da oben, ne? So ganz astrein fahre ich nun wirklich nicht. Gib mir was, beschütz mich! Super, Talerchen. Und jetzt natürlich auf dem Berg. Auf dem Berg anfangen ist ziemlich schwierig. Ich will auch sowas haben, Alter. Mäh. Ja. Und komm, Vollgas! Attacke mit dem Cooper-Schirm, den ich übrigens ziemlich cool finde. Der ist wirklich super cool, ne, Freunde? Ich finde das so geil mit den Fliegen. Aber das glaube ich seit der Gamecube, glaube ich, so, ne? Dass sie segeln und gleiten können und so, ne? Finde ich geil gemacht. Haben sich da echt was Tolles einfallen lassen. Na, ein bisschen absetzen konnte ich mich nicht. Die Skelettleute sind ein bisschen weiter weg. Und ich habe wieder mal gewonnen. Klasse, toll. Das ist auch ein Spiel, das können wir, da können wir so 20 Folgen, 35, 60 Folgen. Na, 60 wohl eher weniger, aber man kann da schon ein paar Folgen raushauen damit, echt. Finde ich super. Sehr gut. Ja. Hm. Weiter. So. Und jetzt Baby Daisy. Schieb, schieb, Bucht. Wie im ersten Dingens. Das ist mein Cooper. Da, der Cooper schon. Super cool. Finde ich geil. Und auch super cool ist die Cam hier eigentlich, ne? Die finde ich richtig geil. Macht super klare Facecam-Aufnahmen. Weiß nicht, ob es auch eine große Unterstützung vom Doom Recorder dabei ist. Weiß ich nicht. Nur ein bisschen dumm natürlich. Oh, ich habe verplant den Start. Nur dumm ist natürlich ein bisschen der Sound, weil das Mikrofon genau ja, zu meinem Bauch hin zeigt, also zu meinen Händen. Und natürlich immer wieder halt ein bisschen. Gibt natürlich nicht ganz so schöne Qualität, aber hey. Aha. Boah, du alte Otten.
Entschuldigung. Ich dachte, fahre ich da mal rein, aber dann schnappt er zu und dann bin ich tot. Die Peach lässt mich nicht in Ruhe hier, ne? Yeah, Peach! Geil, Peach ist draufgegangen dabei. Geil. Hä, nerv mich nicht, Mann. Ja, super, ich brauchte unbedingt zweimal Münzen, ganz dringend. Schwachsinn. Diese Akrobatik, die sie immer dabei starten und so, ne? Das ist super süß gemacht, ey. Oh nein, jetzt habe ich eine Volltinte. Nicht doch! Oh! Peach! Sie hasst mich! Nein, ich habe die Banane abgeworfen. Ich hier nicht, Alter. Yeah. Ich muss aber sagen, man schläft einem so ein bisschen die Hand dabei ein, ne? Man hat so diese Wichsgriffelstellung immer dabei. Huh, die schläft ein. Alter Vater. Also so mehr als eine Runde ist ziemlich schwierig dann zu machen, tatsächlich, finde ich. Und so. Was hätten wir an Zeit? Oh, wieder 11 Minuten. Da kann man sich drauf verlassen immer, ne? Das ist schon wahr. Okay, 17 nochmal hinzu, 450 haben wir, 455, 455, so könnten wir, lass es doch noch einmal, ach, warum mache ich die Geschenkbox eigentlich nicht auf? Da steht doch Geschenk und vielleicht sollte ich das mal, so, unterschiedliche Sprungturbos, was? Hä, was war das denn? Was ist hier passiert? Was hat das Spiel mit mir nur gemacht? Wieso musste ich das Spiel neu starten? Die Verbindung ist, glaube ich, abgebrochen, internetmäßig oder was? Man sieht auch gerade, dass ich hier gar nicht irgendwie vorankomme. Das ist echt schade. Aber müssen wir das mit dem Geschenk beim nächsten Mal machen. Das wäre dann wahrscheinlich... Ja, seht ihr? Ah, es ist ein Update. Ach, guckt mal an, Update. Ja, natürlich. Das Spiel ist neu draußen und zack, gibt es auch Updates ohne Ende. Viel zu beklagen hatte ich bei dem Spiel aber tatsächlich nicht, ne? Aber egal, liebe Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir hat es gefallen und wir sehen uns wieder morgen. Die Runden kenne ich dann aber auch nicht, die morgen rauskommen tatsächlich. Also, wir sehen uns. Ciao, Freunde.